Herzlich willkommen zurück, meine Freunde. Ich habe gerade einen Riesenfehler gemacht. Ich war unten in der Festung. Weiß gar nicht, wo jetzt mein. Ach, da. Gut. Also ich war unten in der Festung, hab eine schöne Aufnahme gemacht, hab alles durchsucht. Ich war süchtig nach Eisen. Kennt ihr das, wenn ihr Eisen gefunden habt und immer nur Eisen, Eisen, Eisen sieht und alles finden wollt? Es ist eine Katastrophe. Aber ich habe halt wirklich komplett dann erstmal alles abgeerntet da unten in diesen scheiß Festung. Hab ganz, ganz viele Erze gefunden, ein paar Kisten noch, aber war nichts Wirkliches drin, sowas wie Äpfel oder so ein Scheiß. Also etwas, was kein Mensch braucht. Und ja. Und jetzt gehe ich nach Hause, hab auch drüber gesprochen, ob ich mir ein Aufnahmeprogramm holen werde. Das heißt schön, dass ich mal ein Intro habe, dass ich aber auch mal und vielleicht Zeitraffer machen kann, dass wenn ich irgendwie nur Scheiße mache, dass man das sehen kann, aber nicht sehen muss. Das wäre doch ein Traum. Jetzt gehe ich auf jeden Fall nach Hause. Nehme noch mal ein paar Kühe mit. Glaube, so weit sind wir gar nicht von zu Hause weg. Ich setze Fackeln, damit wir den Weg wiederfinden. Auch wenn es dunkel ist, dass wir uns hier immer zurechtfinden. Und den Weg wiederfinden. Ja, auf jeden Fall, heute ist Samstag. Ich gehe zum Paintball spielen. Bin mal sehr gespannt. Habe ich ewig nicht mehr gemacht. Ich glaube, im Sommer letzten Jahres, das letzte Mal. Macht eigentlich immer ganz viel Spaß. Und ja, was will man mehr? Mit ein paar Freunden, bisschen Paintball spielen. Für einen schönen Samstag. Ja, schön ist auch übertrieben. Sehr extrem beschissenes Wetter im Gegensatz zum letzten Wochenende. Aber wir wollen uns ja nicht beschweren. Dafür war das letzte Wochenende traumhaft für März. So. Aber ich möchte jetzt langsam nach Hause kommen. Also dieses Hin- und Herrennen ist echt nervig. Dass das die nächste Festung von mir war. Achso, ich dachte, was ist das denn für ein. Aber da ist das kleine Dorf. Also so weit ist es dann doch nicht. Das liebe kleine Dorf. Schön, dass es auch hell ist. Da haben wir dann keine große Gefahr, obwohl eigentlich ist ja für uns keine Gefahr mehr, wenn es dunkel ist. Wir müssten ja einfach. Hallo Schweine! Wir sind ja stark genug. Sterben dürfen wir nicht mehr. Aber mich regt das auf. Die Folge war echt gut, die ich aufgenommen hatte. War zufrieden. Und was ist passiert? Das Programm nicht gestartet zum Aufnehmen. Aber wem ist das noch nicht passiert? So, das Haus gefällt mir mittlerweile nicht mehr ganz so gut, aber das liegt einfach daran, dass ich schon einfach andere Sachen gebaut habe in den anderen Projekten, die mir viel, viel besser gefallen haben. Aber wir sind auf jeden Fall zurück zu Hause. Yippie! Dann erstmal die Öfen bestücken. So, da kommt Fleisch rein. Hier kommt Eisen rein. Und auch ein bisschen Gold haben wir gefunden. Wir haben ein bisschen Gold gefunden. Ist das nicht schön? So. Dann haben wir aber auch nochmal eine Rüstung hier gefunden. Außer die Schuhe, aber das ist, glaube ich, nicht ganz so wichtig. Das ist ja vier. Vier Eisen, das können wir auch mal jetzt locker bezahlen für alles Mögliche. Pfeile haben wir auch ganz viele gefunden. Das ist schon mal gut. Ja, ansonsten würde ich jetzt gerne doch nochmal zaubern. Aber habe ich gar keinen Bogen mehr? So, haben wir auch noch Holz irgendwo.
Sehr schön. Holz. Dann machen wir uns nochmal einen Bogen. Oder auch zwei vielleicht. Ah, ich Idiot. Erstes Holz. Christian, du dummer Idiot. So, die Fackeln können wir erstmal zusammentun. So. Und schon haben wir wieder Bogen. Und dann gehen wir zaubern und hoffen, dass wir was Vernünftiges rausbekommen. Nehmen uns auch ein Buch mit. So. Dann wünscht mir Glück. Haltbarkeit 3. Und Schärfe 3. Gut. Dann riskieren wir es mal. Stärke 4, Haltbarkeit 3. Wieder Haltbarkeit 3. Was werden wir auf dem Buch bekommen? Schutz 3. Gut, riskieren wir nochmal. Nur Haltbarkeit 3. Herzlichen Glückwunsch, das hat sich gelohnt. Wow. Gut, ich würde sagen, es wird jetzt Nacht. Die kurze Folge war es dann leider. Bin gespannt, wie es weitergeht. Wird sehr, sehr interessant werden, dass wir hier noch weiterkommen. Wir sind dann gleich wieder auf Level 28. Eisen haben wir definitiv genug. Wir haben jetzt 4 davon. Wir brauchen 11. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall noch eine Lohnroute. Dann wissen wir, wo wir in der nächsten Folge hingehen. Da nehme ich mir ein paar Pfeile mehr mit. Wie viel brauchen wir? Nehmen wir mal 30 mit. Und dann gehen wir los, neue Lohnrouten holen. Den Mist machen wir wieder weg, was wir nicht brauchen. So. So, die Bögen sind gar nicht so verkehrt eigentlich. Aber egal. So, brauchen wir noch irgendwas? Ich denke nicht. Ich habe jetzt die Bücher leider eben wieder mitgenommen. Aber das ist, glaube ich, nicht das größte Problem. Nee, andersrum. Mein Gott. Die Bücher dahin. So, ja. Dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Tut mir leid wegen der einen Folge, aber Fehler passieren. Entschuldigung. Macht's gut. Ciao, ciao.